Hey und damit herzlich willkommen zum 9. Spieltag des GBB. Heute geht es ran gegen Juli. Und ja, ich habe nicht mehr viel Zeit, also let's go. Wir sind, by the way, schon safe in den Playoffs, also wir waren da auch schon letzten Spieltag, wenn das nicht klar war. Also ist eigentlich relativ egal, wie der Kampf hier ausgeht, aber ja, wir liegen hier mit Giflor, er ist mit Rednor geleadet, da haben wir natürlich Lead Seeds gedrückt, drücken darauf Giga Drain, er switcht raus, geht in Sylveon und drückt jetzt Heal, nicht Heal, genau, Pattern Pass und kriegt dadurch seinen Grapple Lock rein. Was nicht so geil für uns ist, deswegen gehen wir mal raus in unser Gardevoir und kriegen 50% von dem Grapple Lock, aber wir sind Scarf, können das Ding rausnehmen, der Crit sollte nicht gemattert haben, also ja, passt. So, er geht jetzt hier in seinen Kuparaja und der Iron Head macht mehr als ich dachte. Blöd gelaufen, aber gut, dann gehen wir halt in unser Steelix raus und Steelix ist tatsächlich schneller und deswegen können wir ihn hier auch rausnehmen. So, dann geht er hier in Dreadnought, wir gehen in Barrascoota, weil wir haben kein Ice-Switchen in Dreadnought mehr und ja, der CC sollte eigentlich ausreichen. Hätte er kein Sash. Und ja, dadurch kriegt Dreadnought hier jetzt den Kill gegen unseren Horst Lichter. Ist natürlich nicht so geil, aber gut, was soll man machen? So, wir gehen dann jetzt hier erstmal in den Afroaffen, drücken EQ und er geht in Charmander, das heißt, er wird wohl Scarf mit Charmander sein. Und ja, geht jetzt hier auf Overheat. Und ja, dann bin ich jetzt hier mal in meinen Confucius gegangen, hab noch die Rocks gelegt, was ein bisschen unnötig war, aber egal. Er geht jetzt hier tatsächlich mit seinem Tortonator auf, ja, den Shell Smash, aber wir sollten eigentlich alles davon überleben, weil wir speziell defensiv sind. Und Tatsache, das tun wir und können dann mit dem Shadow Ball hier das Tortonator rausnehmen. Und jetzt geht er hier in sein Sylveon und drückt auf die Hyper Voice, der könnte Speck sein, ich weiß es nicht genau, aber gut. Jedenfalls, wir sind schneller mit dem Afroaffen, können den jetzt hier rausnehmen und dann ja, geht er hier in Charmander. Wir sacken hier Steelix statt unserem Afroaffen, warum weiß ich jetzt nicht mehr, aber egal, wir sind damit schneller mit Gardevoir und nehmen das Ding jetzt hier raus und ja, damit haben wir den Kampf gewonnen, 13-0 und ja, ich würde sagen, das war's, euer Ash.